Hallihallo, hier ist mal wieder Corazu, wir sind zurück in Alex. Ja, wo wir jetzt schon liegen geblieben? Wir haben eigentlich unseren Begleiter, können jetzt nach draußen, ohne ständig Angst haben zu müssen, und können da so ein paar Quests endlich mal machen. Was? Labern die mich schon wieder von der Seite an. So. Kommt man hier auf die Karte direkt aktivieren? Nee, ne? Genau, also wurde ermordet. Das heißt, wir müssen jetzt die einzelnen Punkte schon mal abklappern. Defekte Blickdose lassen wir mal. Ich glaube, das war so eine Quest. Markieren wir die Taste. Okay. War auch oben. Also machen wir erst unten alles, würde ich sagen. Was ist diese Altlaste? Das ist auch hier in der Nähe. Achso, ah ja. Wo wir entweder ihn verraten müssen oder irgendwie ausschalten. Nee, dann machen wir erst immer noch was anderes. Zahn um Zahn, Indizienbeweise. Genau. Dann schnell reisen wir mal hier hin. So. Und von da aus machen wir dann unten die Sachen. Das heißt auch wahrscheinlich den Söldner. Ich weiß immer noch nicht, soll ich einfach den Söldner ausschalten? Oder soll ich doch sagen, hier, der kann ja nichts dafür, dass der andere mit so einem Zeug ankam. Duras, da hinten ist ein Monster, ne? Könntest du... Duras? Das kommt auf uns zu, ne? Duras? Ich hab kaum Lebensenergie. Mach keinen Quatsch jetzt, Duras. Töte es einfach. Für ihn ist es zu viel, oder was? Ja, er ist gerade auf mich geschaut. Schnell weg. Selbst der kriegt das Vieh nicht mit einmal weg. Was soll denn das? Ja. Yeah. Dafür gibt es nur 10 Erfahrung. Ernsthaft? Okay. Bisschen wenig, aber gut. Ist halt jetzt so, ne? So, jetzt kann ich hier oben eigentlich mal gucken, was es hier so gibt. Wahrscheinlich nichts, aber ja. Ja. Wie gedacht, nichts. Ach, er hat sein Jetpack benutzt. Jetzt sag ich, was ist denn jetzt los? Wir sollten uns eh mal irgendwie heilen, oder? Ja, ein Tränkchen. So. Sollte fürs Erste reichen. Da oben ist auch ein Fiduras. Kannst du das besiegen? Oder ist das auch wieder so eine Aktion wie eben hier? Duras, da, es kommt. Schnapp es dir. Duras. Hey. Dich nicht mitgenommen, damit hier, ne, rumstehst. Da steht ich nur rum. Warte mal. Was ist, wenn wir mal so machen hier? Hast du es jetzt bemerkt, Duras? Nein. Ist ja schön, dass du es bemerkst, nachdem ich tot bin, junger Mann. Jetzt haben wir nicht gespeichert, oder? Nark. Ja, ist okay. Kette Feuer. Speichern sollen. Na gut, mein Fehler. Fängt ja schon mal gut an, würde ich sagen. Hä? So, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. So. Erstmal heilen wieder. Kann ich den Zustand? Nee, kann ich nicht. Hallo, Duras. Das Monster. Diesmal bemerkt das. Sehr schön. Warum greift er mich an? Greif Duras an, du Beißer, du. Der haut dich, nicht ich. Greif ihn an. Das gibt's doch nicht. Greif ich mich an. Ja, ich hab gleich keine Lebensenergie mehr. Lass mich. Ey, ja. Ich leg mich mal hin. Hey, das gibt's doch nicht. Im Tag haben wir's auch hingekriegt. Ah, Mann. So, heilen. Waffe. Bemerkt mich schon, oder? Ja. Ah. Ich glaube, wir sollten das vielleicht echt lassen. Duras ist nicht so stark, wie ich dachte hier. Lassen wir mal.
Gehen wir mal weiter. Kümmern wir uns mal um andere Sachen. Hier war aber auch unten so ein Monster, dieses Gritter oder wie das nochmal hieß. Das habe ich, glaube ich, gerade auch schon bemerkt, ne? Du Raster, Monster, schnapp es dir. Ich meine, echt nicht sagen. Ja, springen Richtung des Monsters, das ist immer gut. Dass man ihm nicht sagen kann, hier ist ein Monster, schnapp es dir. Aber den Gritter, den kriegt er gut, den kriegt er jetzt gut. Du Rass, du Rass, du Rass. Ich hab immer hinterher gehauen. So. Was? Hier war doch dieser Typ, der hier den Mutanten da hatte und so. Oder irre ich mich jetzt? So. Ah, ein bisschen Elix können wir immer gebrauchen. Was wollen wir mal speichern hier, ne? Habe ich jetzt gespeichert? Ja, okay. Da hinten ist schon wieder irgendein Vieh, wo ich nicht weiß, was es ist. Ah, das sind so ganz viele von den Viechern. In der Hoffnung, dass die mich einfach mal gekonnt ignorieren, wenn ich hier lang gehe. Irgendwie haben die da gerade komisch umgesprungen. Da hinten war ein Gritter, das habe ich gesehen. Da läuft er lang. Ja! Ein Schwacher. Ah, okay, den müssen wir so aufkriegen. Also Schaden machen können, sagen wir es mal so. Ja. Keine Ausdauer mehr, ich weiß. Irgendwie müssen wir das mal hinbekommen, dass ich deutlich mehr Ausdauer habe. Das ist ja schlimm hier mit meiner Ausdauer. Naja, schauen wir bei Gelegenheit mal, ob wir das irgendwie verbessern können. So. Irgendwas? Nee. Karren ist auch nichts mehr. Da ist irgendwas. Ein Bogen. Was? Achso, ein Vieh. Hornwolf, genau. Können wir eh nicht besiegen, aber ich kann zumindest so ein bisschen so tun, als ob. Hä? Das hier nichts heißt, wir machen hier nichts, ne? Hoppa, weg hier. Aha, wir haben's. Sehr schön. Oh, gibt 4 Zähnchen von dem Ding. Naja, immerhin. So, hier können wir ein bisschen rohes Fleisch verarbeiten. Lassen wir erstmal. Hier liegt ein bisschen Elix. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Dieser Energiespeicher, was auch immer das ist. Schwefelbrocken. Okay. Mächtige Heilpflanze. Uiuiuiui. Da unten ist nochmal so ein Vieh. Okay. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Baucontainer oder sowas? Transportcontainer? Na ja, gut. Hopp. Ja, da sind so ein Clown-Ding wieder. Weiß nicht, ob er Duras das mit mir besiegen kann. Bleiben wir dem. Diesen Kraut. Erstmal fern, würde ich sagen. So, gehen wir hier rein. Hallo? Oh, da gibt es ein Kellerchen.
Da gibt es vielleicht was zum Plündern? Ach nee, geht nicht in den Keller, ist zugeschüttet. Okay, alles klar. Es gab einen Keller. Jetzt nicht mehr. So. Energiespeicher. Ich denke, Energiespeicher wird sowas für Munition sein, für Energiewaffen. Vermute ich jedenfalls mal jetzt. Ja, so wie der Pfeil Flugblatt. Ein Tagebuch des Überlebenden. Wieso greift er mich wieder an? Ich mache einfach mal so gut wie keinen Schaden. Greift jetzt wieder mich an? Bitte nicht? Nee, tut er nicht. Okay. So, haben wir geschafft. Sehr schön. Oh Gott. Schlösser knacken. Enter Code. Oh Gott, wo soll ich wissen, was der Code ist? 1111. Enter? Das war nichts. Nee, okay. Vielleicht, ich habe ja so ein paar Sachen gefunden. Dokumente. Nein, der Stein, guter Becher. Kralle, Dietrich, Synchron. Wo ist denn sowas denn? Warte mal, Dokumente waren auch hier. Tagebuch eines Überlebenden. Tag 1, Tag 3. Irgendwie vier Zahlen. Tag 8, Pistole gefunden, knapp. Ne, hier ist nichts. Flugblatt Nummer 4. Möchtest du wissen, welche Förderung für dein Kind am besten ist? Wir übernehmen die Untersuchung in unserem Gesundheitszentrum. Kartenstück 2, auch nochmal so ein Ding. Ja, bringt uns jetzt nicht viel. Tagebuch des Überlebenden. Keine Ahnung, du. Ich hab jetzt nicht davon, wo ich sagen würde, da steckt der Code hinter. Na gut. Oh. Da ist ein Goldbrocken. Den nehmen wir mit. Könnte wertvoll sein. Jedenfalls war es mal in der Vergangenheit in dieser Welt. Wahrscheinlich wertvoll. Also Gold generell jetzt. Vielleicht ist es das ja noch oder wieder irgendwann. Für den Fall das möchte ich es gern dabei haben. So. Eigentlich wollten wir woanders hin. So. Und zwar hier oben müsste es dann irgendwo lang gehen. Oder? Ah, hier wahrscheinlich rüber, ne? Ja, sieht doch gut aus. So. Ist irgendwie sowas wie ein Funkturm. Vielleicht gibt es die alte Technik. Aber nö, Zigaretten. Immerhin Zigaretten. Nehmen wir auch gerne mit. Ja, keine Technologie hier. Zum Glück oder schade. Kann man jetzt nicht, wenn man will. So, hier ist jetzt auch ein Außenposten. Genau. Und hier müsste einer unserer Verdächtigen sein, den ich befragen muss. Hey, du. Du schreckst mir die ganzen Viecher auf. Selber. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Nein? Nein. Dann täuscht mich mein Eindruck also nicht. Gut, aber lass mich dir noch was erklären, nur damit wir uns verstehen. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und okay. Wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Na, nun geht's los. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren. Ach so, Händler. Bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Aber wenn dich die Berserker geschickt haben, Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? Was jagst du? Was jagst du? Ich jage alles, was mir vor den Bogen kommt. Aber warum interessiert dich das? Brauchst du eine Lehrstunde, wie man jagt?
Ja. Bring mir etwas bei. Sicher. Cool. Strahlungsresistent brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Feuerresistent ist auch nicht. Kälte auch nicht. Gibt auch nicht. Rüstung. Erhöht deine Rüstung mit jeder Stufe. Okay. Das ist ja. Würde ich auch gerne lernen, wenn ich darf. Wie geht das? So, okay. Eingabe, ja. Bam. Rüstung erhöht. Sehr schön. Ich war noch nicht mit dir fertig. Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sage ich dir. Okay. Geht man besser aus dem Weg. Aha. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Neuer Indiz. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre. Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Womit jagst du eigentlich? Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd, der Bogen. Alles andere gehört in die Ja, Schlacht den Bogen auf den Rücken, der interessiert mich. Bekomme ich den? Naja, die... Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Hey, verhörst du mich hier etwa? Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Aha. Na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Nee. So, können wir das gleich berichten, oder? Ein Wort zum Mord an Askor. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Richtig. Gut beobachtet. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Ich auch. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge, Leute. Wir haben schon wieder ein bisschen was auf dem Tacho. Also würde ich sagen, ich hoffe, euch die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Ich würde mich riesig überfreuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Tschüss.